Liebe Menschen auf YouTube, weiter geht's in der wirklich düsteren und bösen Welt von Beholder. Ja, ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht und was ich tun muss. Oh, ich weiß, dass ich jetzt ziemlich schnell zum Telefon muss. Dort abnehmen. Oh, der Propagandawagen, stimmt, der ist in die Luft geflogen. Halten wir ihn für einen Idioten? Nein, tun wir natürlich nicht. Shitter. So, ich bin mal gespannt, jetzt wird die Regierung uns was sagen. Das Ministerium für Ordnung erzählt uns, dass wir den ein Propagandawagen gesprengt wurde. Und wir müssen was über die Gründe finden. So, und jetzt ist... Puh. Wieder so eine total behämmerte Entscheidung. Wir erzählen nichts. Ey, das wäre halt doof. Okay, wir müssen einen Bericht abliefern. Oh ne, noch ein Telefon. Okay, Mist. Zieht er aus? Nein, da zieht irgendwer ein. Ich muss irgendwen loswerden. Okay, was ist das? Oh, es gibt eine neue Verordnung. Propagandawagen zu zerstören. Okay. Wollen wir ja auch erstmal nicht. Okay, wir könnten also irgendjemand, wir können das natürlich doppelt kombinieren. Der Nachteil an der Geschichte, oh shit. Irgendjemand war ja so wahnsinnig wichtig. Okay, wir müssen halt irgendjemanden finden, den wir hier quasi rausschmeißen können. Was ist das denn hier? Post? Ja, habe ich auch nicht. Wow. Okay, ja, wir haben halt da irgendjemanden, das war natürlich nicht so geil. Was ist das denn hier? Krass, das habe ich vorher gar nicht mitgekriegt, dass man da so viel machen kann. Die Stimme der Wahrheit. Warum erzählt ihr uns nicht auch, dass jede dritte Person in Nordkorea in Arbeitslagern steckt und dass ihr Geld schon lange durch Gutscheine ersetzt wurde? 250 Menschen wurden hingerichtet, weil sie sich nicht vor ihrem Anführer verneigten, als er das Podest betrat. Pure Sklaverei.
Okay, aber wir stehen ja an einer blöden, sind in einer blöden Situation. Wo ist geht der hin? Der geht da unten essen, ne? Ist keiner geht arbeiten. Ich spreche mal mit der. Oh je, oh je. Das ist echt merkwürdig. Oh Mann. Das ist krass, jetzt kommt da noch mal so die feministische Geschichte mit ins Spiel. Oh, boah, das ist auch ein böser Sexist auch noch. Krass, echt richtig krass. Ja. Ja, nicht mehr lange. Wo wohnt die denn? Ja, eigentlich. Jetzt habe ich mir natürlich nicht die Wohnung gemerkt. Wohnung 3, ne? Die machen wir mal auf und dann packen wir die Bombe da rein. Schauen wir uns erstmal alles an hier. Hat. Die hat da was mit zu tun. Krasser Scheiß. Okay, da ist nix mit. Noch eine Rechnung. Ey, das war Kacke. Erst müssen wir ans Telefon. Oh je, ein passionierter. Ja. Oh krass. Also Kriegsverbrecher. Schlechter von irgendwas 6000 Menschen getötet. Tausende verletzt. Aglo. Oh mein Gott. Verdammt, also wir sollen jetzt herausfinden, ob der General wirklich so ist. Oh mein Gott, ey. Oh je. So, aber jetzt muss ich trotzdem erstmal einen Bericht schreiben. Was für eine Rechnung? Das. Oh. Verdammt, das bezahle ich jetzt erstmal.
Aber wir schreiben mal erstmal hier einen Bericht. Ich hoffe, ey, das wäre jetzt voll peinlich, wenn der nicht stimmt. Also wenn das die falsche ist. Das aber, das ist doch Wohnung 3. Woher weiß ich, welche Wohnung das ist? Irgendwie, boah, ich... 1, 2, 3. Ich hoffe, dass das die Wohnung ist von der. Ah, die kommt gerade. Dann gucken wir mal, ob die in die richtige Wohnung geht. Oder kann ich das... Nee, die ist das. So. 1 Bericht schreiben. Gegen Frau... Edgar wohnt in Nummer 3. Verstoß. Oh, der Verstoß ist ganz neu. Vom 22. Also ist 65. Vom 22. So und... Gut. Noch eine Rechnung. Das kann ich nicht alles bezahlen. Oh, wer liest denn da? Der Ariel. Der ist halt ein berühmter Kriegsheld. Aber ich muss mal mit meiner Frau sprechen. Die will garantiert auch wieder Geld haben. Boah, ja, der ist halt ins falsche Land. Der ist halt ausgewandert, aber... Oh Gott, nee, boah, der wird da irgendeinen Grund haben. Ja, aber er hat sich dafür entschieden. Oh, Kacke. Wo ist die? Ah, die kommt da raus. Boah, Mann, das heißt also, es gibt noch andere Leute, die da ein... Und die ist natürlich deprimiert wie blöde, ne? Da? Der verbrennt Propaganda, oder was? Mit wem telefoniert er? Also wir haben jetzt auf jeden Fall irgendeinen Schuldigen, aber ob es die richtige ist, weiß ich natürlich nicht. Aber damit ist die Wohnung frei. Aber jetzt auch nicht über den Weg laufen. So, jetzt habe ich aber auf jeden Fall ein bisschen Geld habe ich bekommen. Das ist schon mal gut. Dann will ich mal sehen, was das hier ist. Der schläft da gerade. Okay, ein bisschen habe ich.
krass, also dass es da immer direkt noch die Gegeninformation zu gibt. Das Außenministerium nur von so Beamten wimmelt und dass die Bürokratie so schwerfällig geworden ist, dass sie gar nicht mehr funktionieren kann. Darüber hinaus sind die Stadtbezirke schon Dutzende Jahre alt und die Fahrer haben alle in der Zeit keine Gehaltserhöhung erhalten. Es ist schwer von A nach B zu kommen, wenn man mit einer uralten Schleuder fährt, die von hungrigen alten Männern gefahren wird. Okay. So, dann muss ich mal die Rechnung bezahlen, sonst gibt's tierisch Ärger. Aber ich kann die Wohnung reparieren. Okay, das war die. Warte, ich muss eben gucken, dass ich die richtige Aufgabe. Ne? Gut, Inge Birkenfeld. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal die, oder? So, der geht jetzt was essen. Das Apartment, da muss ich mal warten, bis da jemand arbeiten geht, weil ich kaufe noch, habe ich keine. Ich brauche große Kameras. Eine habe ich noch. Ich kaufe direkt noch mal eine. Weil, damit ich hier echt mal ein bisschen besseren Überblick habe. Die Frau Birkenfeld raucht also. Okay, das ist natürlich nicht so. Nein, eigentlich ist es egal, weil das ist ja keine verbotene Vorschrift. So, die geht arbeiten, ne? Dann gehe ich mal ganz schnell. Ne, warte, erstmal der General ist da, aber der geht wohin? Ich mach mal hier schnell die Bude auf. Und mal eben schnell da reinzugehen. Geht hin. Oh, die Frau Birkenfeld liest also auch. So müssen wir einfach. Ich muss da größere Kameras reinmachen. Damit ich da echt sehen kann, was Sache ist. Jetzt ist echt die Frage, habe ich die kleine Kamera wieder gekriegt? So, dann kann ich in dem Sinne direkt mal, die ist ja gerade nicht da. Das direkt weiter. Oh, die Charlotte ist in den Chat reingekommen. Rattengift. So. Okay. Hallo, Charlotte. Patriotische Lieder. Okay, das ist auch gut. Welche Dokumente soll ich denn stehlen? Okay, schön. Nee, die scheint ja patriotisch wichtig zu sein. Persönliche Aufzüge, leere Flaschen, Brille. Okay, dann gehen wir erstmal eben schnell hier raus. Und schauen uns mal das da oben an. Gucken mal. Wer wohnt denn in Wohnung 4? Berühmter Kriegsheld. Welche Dokumente? Oh, Albert Meinecke. Ich weiß nicht, wo ich durch den kriegen. Ach ja, ich muss die stehlen. Da muss ich mal gucken. So, der General kommt aber gerade nach Hause. Das ist schlecht. Ich stelle mich mal auf die andere Seite. Und die hatte keine Ausweise. Sprechen wir mal mit dem General. Okay, also der wird wohl Massenpropaganda oder sowas machen.
Krass, ey. Ich muss mal gucken. Das ist so erschreckend, wie verblendet die sind, ne? Halt, komm, ich geh dir auf den Sack. Naja, gut, du bist jetzt erstmal da. Da fehlt auch noch eine große Kamera. Dann gehen wir mal gucken. Vielleicht hat er ja irgendwelche Sachen, aber wahrscheinlich nicht. Was gibt's denn? Briefmarken, Alben, Schallplatten. Ich will das nicht. Oh, da oben liest schon. Okay, wir können die halt alle, das ist total praktisch, wir können die alle ans Messer liefern. Ich muss da mal gucken, dass ich dadurch's. Ich sehe den doch, der darf doch keine. Wieso? Der hat eine Waffe, ne? Und. Ey, das. Weiß ich nicht, ob das so cool ist. So, der raucht, der hat eine Waffe. Oh, Musik. So, der raucht. Okay. Also so ein bisschen Infos da zusammensammeln. Oh, alle lesen Bücher, ne? Wir könnten die alle ans Messer liefern. Aber ehe ich das mache, machen wir mal kurz für die Menschen auf YouTube eine Aufnahmepause. Liebe Menschen auf YouTube, vielen lieben Dank fürs Zugucken bis hierher.